Einfach so eine Liebe, die ich nicht beschreiben kann. Wo du gespürt hast, es gibt eben doch noch mehr. Es ist nicht das Materielle. Ich möchte dich auch so erleben. Zeig dich mir. So wie das Anna auch gesagt hat. Zeig dich mir. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunderheute TV zu einer neuen Sendung. Und ich freue mich riesig. Diese Sendung kommt aus Romanshorn. Ich bin zu Gast bei Dewald und Katrin Fenter, bei der Familie. Und Romanshorn ist ja an diesem wunderschönen Bodensee gelegen. Aber was wir heute hören, das ist so gewaltig und zeigt, dass Gott ein Gott ist, der eben auch Wunder tut in der heutigen Zeit. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Dewald, zu diesem Gespräch. Danke. Ich freue mich so, dass wir das teilen dürfen. Weil diese Geschichte, als ich das gehört habe, musste ich wirklich sagen, das hört man bei uns in unseren Breitengraden viel zu wenig. Genau, so ja. Ist das, ja. Du bist in Südafrika, bist du geboren. Ja. Und da gab es Komplikationen bei der Geburt, um es kurz zu machen, du konntest nicht laufen. Genau. Aber am besten erzählst du uns die Geschichte, nimmst uns da gerade mit hinein. Okay, danke vielmals, dass ich das sein darf. Und ich bin einfach begeistert, für was Gott tun kann. Und in meinem Fall war das so gewesen, ich bin geboren zu früh. Ich muss eigentlich heute tot sein. Erstens das. Und da ich im Leben gekommen ist schon von Geburt diagnostiziert, dass ich nicht laufen werde für das ganze Leben. Auch nicht in einer normalen Schule sein werde, weil ich habe mit der Geburt auch Hirnschaden bekommen. Und Darf ich kurz nachfragen, war das Sauerstoffmangel? Sauerstoffmangel, weil mein Haus ist aufgerissen mit Geburt. Und dann hat das Sauerstoff noch meinen Kopf gebracht und meine Hirn. Und dann hat alles einfach wirklich schief gegangen. Und meine Muskulatur hat zusammengezogen. Spastisch bin ich gewesen. Und dann, was passierte, ist ja, natürlich war unsere ganze Familie geschockt gewesen und nicht gewusst, wie sie mit dieser ganzen umgehen werde. Geld war ein großes Thema gewesen, weil wir hatten gar kein Geld gehabt, damit ich die nötigen Sachen haben. Aber meine Mutter hat in dieser Zeit in einem Geschäft gearbeitet, was gläubig war. Und die haben für 3,5 Jahre jeden Tag gebetet, dass Gott mich heilen. Das heißt, da frage ich nochmal nach. In diesem Geschäft dort waren eben Christen, die glaubten an Jesus Christus, dass er heute noch heilt, sonst hätten sie auch nicht gebetet. Wie war es bei deiner Mama? Meine Mutter glaubte auch an Gott, aber sie hatte noch nie Wunder gesehen. Die Familie hat in Südafrika ist sehr konservativ. Man glaubt an Gott und das ist ein Glaube und weiter geht's nicht in dem Sinn, von wo meine Eltern groß geworden ist. Aber diese Leute, wo meine Mutter mit zusammengearbeitet haben, die haben geglaubt, dass Gott mich heilen können. Und dann, nach 3,5 Jahren, gab es dann so eine Nachricht, dass Reinhard Bonke nach Südafrika kommen und er wird genau in unserem Dorf sein. Und er wird in die Gemeinde predigen, was eine Pfingstgemeinde ist, in Krügersdorf. Und sie haben dann meine Mutter ermutigt und sagte, geh doch dorthin und bring dein Kind dorthin. Und ja, das hat meine Mutter dann gemacht. Reinhard Bonke betete für mich, aber ich bin nicht geheilt worden, überhaupt nicht. Aber meine Mutter lief dann raus aus dieser Kirche mit dem Glauben, dass Gott mir wirklich jetzt heilen. Und dann musste sie in diesem Moment einen Schritt nehmen im Glauben und das mich rausnehmen aus dieser Schule, wo ich rein war. Und dann in diesem ganzen Prozess ist Verfahren gegen sie gerichtet worden, weil das unverantwortlich ist, ein Kind rauszunehmen aus so einer Situation. Alle Leute hat sich kritisiert und so. Sie hat dich mit nach Hause genommen? Ja, sie hat mich rausgenommen und gesagt, sie schickt mich nie mehr in diese Schule. Gott wird mich heilen. Okay. Also da ist bei ihr aber schon was passiert. Ja, genau. Das ist wirklich bei sie so passiert, oder? Und dann in 1986 auf Silvester steig auf
und ich laufe. Mein ganzer Körper zieht sich zusammen und ich stehe auf und ich laufe. Wie alt warst du da? Ich bin 4 Jahre gewesen. Das heißt, 4 Jahre nicht gelaufen, konntest nicht laufen und dann stehst du auf und läufst. Genau. Wow, genau. Also. Das ist wunderbar, das ist Gott. Das ist gewaltig. Aber für mich persönlich als Kind war das nicht bewusst gewesen, von was Gott für mich getan hat. Und so wie schön, wie Gott uns auch mich geheilt haben und eine Wunder getan haben in unserer Familie. 5 Jahre später ist unsere ganze Familie auseinandergebrochen. Und das hat wirklich vieles bei mir ausgelöst. Plötzlich diese gleiche Mutter von mir, was mich so, was es geglaubt hat, dass Gott mich halte und das passiert in das Ganze, wollte nachher mit mir nichts mehr zu tun haben. Sie hat mich gehasst. Es ist so, eigentlich, wenn man das hört, das ist so erschütternd auch, gell? Ja. Erschütternd, was passieren kann, trotz so einem gewaltigen Wunder. Ja. Und du bist ja dann auch ausgezogen, das heißt ganz früh, du hast auf der Straße auch gelebt, du hast dann auch, um diesen Schmerz und all diese Ohnmacht zu betäuben, hast du auch Drogen konsumiert? Ja, extrem viel. Extrem viel. Und ich habe das einfach konsumiert, weil ich wollte nicht mehr Realität mir bewusst sein von was um mir ist, wegen Ablehnung, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin niemals gut genug gewesen. Ich hatte gebetet auf die Straße, ich habe gesorgt für meine eigenen Kleider. Mein Vater ist, wo ich 13 Jahre alt war, ist in ein Gefängnis gegangen und hat eine Gefängnisstrafe bekommen für 22 Jahre wegen Betrug. Und dann konnte ich nur bei meiner Tante wohnen, und weil meine Mutter mich nicht mehr wollte, in dem Sinn. Und wir haben es wirklich ganz schwer gehabt. Und dann ein Abend, ich, nach all diesen Sachen, was ich getan habe, ich wollte mein Leben genommen haben, ich bin sogar auch in dieser ganzen, es ist wirklich eine ganz lange Geschichte, aber ich bin auch sexuell vergewaltigt worden durch Menschen, und das hat mir wirklich, all diese Dinge, was du niemals dir vorstellen können, was mit dir als Mensch passieren, ist mir passiert, oder? Ja. Und dann ein Abend, ich werde es nicht vergessen, ich hatte so eine richtige große Joint geraucht und ich bin wirklich fertig gewesen mit mich selbst und hoch oder high auf Englisch, wie man das so sagt. Ja, ja. Und später von Abend nehme ich dann den Weg zu Hause, zu meiner Tante, wo ich gewohnt hatte. Und in der Mitte von der Straße fange ich an zu weinen und ich werde bewusst von eine Energie, von einer Kraft, was mich plötzlich so packen, so, wow, so. Und ich fange an zu weinen und ich fange an in Zunge zu sprechen, in dieses Moment. In Zunge zu sprechen, in eine Sprache, was ich noch nie gesprochen habe in meinem ganzes Leben. Und plötzlich hörte ich, wie Gott mir sagte, ich hab dich lieb. Und die erste Mal habe ich, du wirst niemals wissen, was Liebe ist, bis du Liebe begegnet hast. Und Gott ist Liebe. Das ist, was seine Wort sagt. Er ist Liebe. Und diese Annahmen, alles hatte ich in diesem Moment erlebt. Und in einem Moment, von dem Moment an, bin ich frei von Drogen, frei von, ich habe niemals wieder eine Lust gehabt, auf das, in diesem Moment bin ich freigesetzt worden von das Ganze. Und Gott hat mein Leben verändert. Und ja, aber das hörte dann noch natürlich nicht dort auf, oder? Aber ich finde, das ist so gewaltig, wenn man das hört. Wie gesagt, du hast gesagt, da waren so schwierige Sachen nach dem Wunder, das du erlebt hattest als kleines Kind, als kleiner Junge. Aber dann diesem lebendigen Gott zu begegnen, dieser Liebe zu begegnen. Du hast auch erwähnt, da war viel Ablehnung, Schmerz war dabei. Wie war denn das mit deiner Mutter? Kam es da zur Versöhnung? Also das ist das Interessante. Nach dieser Begegnung hörte ich ganz klar, wie Gott mir sagte, geh zurück zu deiner Mutter und bitte sie um Vergebung. Du? Ich sollte sie beten um Vergebung. Und das ist das Komische. Als ein Kind denkst du aber, natürlich, sie hat mich Schlechtes angetan, warum sollte ich mich, aber ich hatte es nicht, ich konnte mich nicht wehren. Was Gott mir gesagt hat, ich musste das und ich habe sie gebeten um Vergebung. Und
Aber ich bin dann durch sie wieder zurückgezogen. Sie hat mir wieder erlauben, wieder in ihr Haus zu kommen. Mhm. Aber das hatte nicht die Situation verändert, von wie sie mich gesehen haben. Ich hatte dann angefangen, für sie zu arbeiten. Mhm. Und bin wirklich sehr, sehr unfair behandelt worden. Mhm. Von 3 Uhr morgens bis um 10 Uhr Abend arbeiten. Also die hatte ein Geschäft? Sie hatte ein Geschäft. Mhm. Und ich hatte dann für sie für 25 Franken in der Monat gearbeitet. Hm. Und sie war so extrem gewesen, wenn du einen Fehler hatte, wenn sie nur einen Fehler gemacht haben, dann hat sie gesagt, per Fehler 5 Franken Abzug. Dass du nachher in einen Minus gegangen ist. Dann heißt du nach 4 Monaten verdienst du eigentlich grundsätzlich nichts, weil sie wollte dir einfach nicht Geld geben. Sie wollte gratis, dass du für sie arbeiten, aber gleich ihre Geschäfte für sie führte. Aber ich denke, das war ja dann auch wieder so ein Schritt, wo Ablehnung oder eigentlich, natürlich. Also schlimm. Schlimm war das, in dem Sinn, in die natürliche. Aber weißt du, es gibt einen Ort, wo du hingehen kannst und das ist in deinem Innenraum und du kannst Gottes Kraft und seine Gegenwart immer wieder tiefer und stärker erleben. Mhm. Und das war meine Frucht. Ort gewesen. Mm. In meinen Raum konnte ich reingehen. Und egal was das ist, weil Gottes Wort sagt ganz klar, ehre deine Mutter und deinen Vater und du wirst leben. Mm. Das ist stark, ja. Und das wollte ich. Und egal was du mir sagen konnte, das hat mir nicht einmal weiterhin negativ von meinen Eltern reden lassen. Ich hätte sie gleich geliebt. Ich war nicht würdig genug gewesen, auf ihr Sofa zu sitzen. Ich war nicht würdig genug gewesen, mit sie zusammen zu essen. Hm. Aber das hat mich nicht, bin ich treu geblieben zum das. Hm. Weil es gab, Gottes Wort war nicht nur für mich ein Vers, was ich gelesen habe. Ich konnte mich vertiefen in das. Und ich fing dann nachher ein so ein kleines Geschäft an, wo ich mit meiner Arbeit dann so African Beads verkaufen, was ich, das ist so eine Armband und eine Halskette, was ich selber gemacht habe, dann habe ich das so verkaufen, wie ich das gemacht, meine Arbeit erledigt habe. Und dann hatte ich diese Geld gebraucht, damit ich weiter studieren kann, eine Theologie studieren könnte. Ja. Ja. Weißt du, ich möchte bei diesem Punkt nochmal kurz stehen bleiben. Ich glaube, Sie werden mir recht geben, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das kann man nicht aus eigener Kraft, was man jetzt gehört hat. Wenn man so verletzt wird und das im engsten Kreis der Familie, dass man da vergeben kann und trotzdem einfach nicht bitter wird, das zeigt, da muss mehr sein. Und das ist das, was du gesagt hast. Ich wusste, wo ich hingehen musste. Ja. In diesen inneren Raum zu Jesus, zum himmlischen Vater. Und dort hast du das klären können und wieder Kraft bekommen. Genau. Ein Leben mit Gott ist nicht nur eine Erkenntnis von wer er ist, aber das ist eine lebendige Beziehung mit ihm. Du mit ihm eine Beziehung zu leben, du hören, was er sagt, seine Worte ganz klar. Der, was ein Ohr haben, lass ihn hören, was die Heilige Geist sagen. Und ich glaube, das ist für mich das. Ich bin ein Mensch, ich kann nicht hinter etwas stehen, was nicht echt ist. Mhm. Und Gott ist eine wahrhaftige Wirklichkeit für mich. Ja, er ist nicht nur ein Thema, worüber ich diskutieren kann, aber er ist lebendig. Ja. Und das hast du durchlebt. Halleluja. Ja, genau. Das ist das. Ja. Und das ist so schön. Und Dewald ist zusammen mit seiner Frau Katrin, sie sind Pastoren von einer christlichen Gemeinde und haben einfach ein Ziel, Menschen wirklich auch, dass sie das auch erleben dürfen, andere Menschen, diesen Jesus Christus und auch das Wirken des Heiligen Geistes, auch eben in der heutigen Zeit. Und ich habe etwas von seiner Frau, von Katrin, gehört, das hat mich berührt im Vorgespräch. Und zwar hat sie mir gesagt, ich habe den reichsten Mann geheiratet. Ja, wie soll ich das verstehen? Aber das wird uns die Katrin jetzt selbst erzählen. Und jetzt begrüße ich dich ganz herzlich, Katrin, auch hier in diesem Gespräch. Ich habe es schon erwähnt und meinen Zuschauern schon gesagt, du hast etwas gesagt, das hat mein Herz ganz tief berührt. Du hast gesagt, ich habe einen Mann geheiratet, den reichsten Mann. Und wir haben jetzt von Dewald gehört, sehr ärmlich aufgewachsen, das Geld hat gefehlt und er hat gearbeitet, dass er sein Studium finanzieren konnte und. Katrin, was hast du damit gemeint? Ja,
Dirwald ist für mich der reichste Mann, oder ich habe ihn als den reichsten Mann gesehen, weil er hatte etwas, das man mit Geld nicht kaufen konnte. Und das war eine innige Beziehung mit dem Herrn, wo er wusste, er konnte immer zum Vater gehen. Er konnte immer die Tür einrennen bei Vater Gott. Und er hatte Gunst bei ihm. Und das ist so, oder der Charakter, dieser Charakter, der geformt wurde in ihm durch diesen ganzen Lebensprozess in seiner Kindheit. Ich wünschte mir, ich könnte mir so einen Charakter kaufen. Aber der ist nicht kaufbar. Der wird geformt durch schwierige Zeiten, durch Lebenssituationen. Und ich glaube einfach, dass Gott etwas ganz, ganz Wunderschönes, Wertvolles, etwas, das viel mehr wert ist als Millionen auf einem Bankkonto, geschaffen hat in meinem Mann. Ja. Also ich glaube, schöner kann man das überhaupt nicht formulieren. Ja. Es ist natürlich auch etwas ganz Spezielles für dich, Dewald. Wenn die Ehefrau einem das sagt, ja, ist so gewaltig, gell? Halleluja. Wie lange das seid ihr verheiratet? Uns ist jetzt 13 Jahre. 13 Jahre war ja. Und so etwas. Aber wir wollen wirklich auch Gott die Ehre geben. Weil wenn wir das hören, das kann man nicht machen. Sondern das ist ein Geschenk und eben durch Lebensumstände auch, aber weil er sich immer wieder diesem Jesus Christus anvertraut hat. Ich weiß nicht, wie Ihre Lebensgeschichte ist, liebe Zuschauer, keine Ahnung, aber eins weiß ich, dieser Gott, der Dewald in den schwierigsten Umständen geholfen hat oder auch Ihnen zusammen als Ehepaar, als Familie, dieser Gott liebt Sie auch von ganzem Herzen und er sieht Sie auch. Und vielleicht haben Sie diesen Jesus Christus noch gar nicht persönlich kennengelernt. Das ist eine Chance heute zu sagen, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen. Vielleicht haben Sie so viele Schmerzen, so vieles in Ihrem Leben mitbekommen, dass Sie sagen, ich mag eigentlich gar nicht mehr dorthin schauen. Aber Ihr Herz diesem Gott hinzustrecken, weil er liebt Sie und er möchte, dass auch Ihre Geschichte verändert wird. Und in dem Sinn, wir ermutigen Sie, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, diesen Schritt auf diesen Gott, auf Jesus Christus zu. Ein ganz einfaches Gebet kann es sein, indem Sie sagen, wirklich kapitulieren und sagen, es tut mir so leid, dass ich ohne dich gelebt habe, aber heute habe ich erkannt, du bist ein lebendiger Gott und ich möchte dich einladen, ich lade dich ein in mein Leben. Vergib mir alle meine Schuld. Ab heute möchte ich mit dir laufen. Halleluja. Und das können Sie erleben. Ich bin so dankbar, dass wir diesen Bericht publizieren dürfen, um Ihnen Hoffnung zu machen. Amen. Und auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Dewald. Herzlichen Dank auch dir, Katrin. Ich wünsche euch Gottes Segen und auch Ihnen von Herzen Gottes Segen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bald mal wieder auch bei uns vorbeischauen.